Heute Vormittag habe ich ein sehr spannendes Interview mit Rüdiger Götz geführt. Dieses Video siehst du hier gleich. Rüdiger Götz ist seit 25 Jahren im Finanzbereich tätig. Er ist Schweizer Bankier, das heißt, als einer der wenigen in Deutschland hat er eine Schweizer Banklizenz. Und im Rahmen der Edelmetallstrategie hilft uns Rüdiger Götz, Vermögenswerte nicht nur vor Inflation zu schützen, sondern auch für unsere Kunden zu ermöglichen, Vermögenswerte auch außerhalb der EU, zum Beispiel in der Schweiz, ja, zu schützen, zu lagern, um vor staatlichem Zugriff, vor Bankenpleiten und vor Inflation geschützt zu sein. Heutiges Thema ist, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt zu starten mit einer Anlage, von der ich schon lange überzeugt bin, aber die ich lange Wochen, Monate, vielleicht Jahre schon vor mir hergeschoben habe. Wann ist der perfekte Zeitpunkt zu starten? Viel Spaß! Servus Rüdiger. Servus, hallo. In dem heutigen Video mag ich mit dir mal sprechen über das Thema, wann ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt zu handeln? Weil was wir ja in Beratungsgesprächen sehen oder auch im privaten Umfeld, die Leute sehen, wir sind in einer Krise, die Leute sehen, so ein Thema wie Inflation oder mögliche Enteignungen sind 2021 so nah wie noch nie. Und doch, die meisten handeln nicht. Jetzt ist so die Frage an dich, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt aus deiner Erfahrung zu starten? Also der perfekte Zeitpunkt aus meiner Erfahrung zu starten ist dann, wenn ich was erkannt habe und feststelle, dass das genau meine Ziele erfüllen kann, dann muss ich es machen. Weil verhaltenspsychologisch gibt es ja diese 72-Stunden-Regel, aber aus meiner Erfahrung heraus ist es oft schon so, dass wenn ein paar Stunden vorbei sind, dann ist schon, dann handelt schon keiner mehr. Ein klassisches Beispiel, was Zeit und Entscheidung bedeutet, ist für mich immer das Beispiel mit dem Josef Pfennig, also mit der perfekten Geldanlage. Wenn wir über perfekte Geldanlage nachdenken und wir hätten eine Schublade und können da einen Euro reinpacken und dieser eine Euro wäre in der perfekten Geldanlageschublade, im nächsten Jahr sind es 2 Euro. Wieder ein Jahr später sind es 4 Euro. Und so setzt sich das fort, die Verdopplung. Das heißt, die perfekte Geldanlage macht 100% Rendite jedes Jahr zu 100% sicher, solange mir keiner die Schublade klaut. Wenn ich dieses Spielchen jetzt 20 Jahre lang mache, wie viel ist dann in dieser Schublade drin? Im ersten Jahr 1 Euro, im zweiten Jahr 2 Euro, dann 4, dann 8, dann 16, 32 Euro. Schätz mal, wie viel ist im 20. Jahr in meiner super-duper Geldanlage-Schublade? Ja, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich glaube, ich weiß schon irgendwas über 1 Million, oder? 1.048.000 über den Daumen. Wenn ich jetzt im 19. Jahr reinschaue, wie viel ist dann drin? Das ist das Beispiel mit den Seerosen im Teich, oder? Nur die Hälfte davon, wenn sich's dann davor verdoppelt. Ganz genau. Also sind noch ein bisschen über 500.000 dann drin. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass dieses eine Jahr die Hälfte der Rendite ausmacht, von 500.000 auf über 1 Million. Also ist es doch super, jetzt anzufangen. Weil Zeit ist der einzige Punkt in der Geldanlage, der umsonst ist, aber wird jeden Tag weniger. Und deswegen, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann sollte ich sie auch sofort umsetzen. Weil wenn es eine gute Entscheidung ist, dann gibt es keinen Grund, es heute nicht zu tun. Wenn ich weiß, dass es die perfekte Geldanlage sowieso nicht gibt, aber die Strategie entscheidet, dann muss ich eventuell nochmal den Kurs meines Segelbootes ein bisschen verändern. Aber wenn ich nicht losfahre, kann mein Segelboot nie vorankommen. Und genauso ist es mit der Geldanlage. Und im zweiten Schritt, wenn ich den Faktor Zeit genutzt habe und eine gute Strategie habe, dann muss ich schauen, dass wenig von den Erträgen verschwindet. Weil wenn ich jetzt diese tippitoppi Geldanlage nehme, in meiner magischen Schublade, wo sich alles verdoppelt, und jetzt muss ich nur
30% auf alle Erträge jedes Jahr Steuern bezahlen. Also die verschwinden. Im ersten Jahr sind es dann nicht 100% Rendite, sondern nur noch 70%. Und wenn ich das jetzt fortsetze über die nächsten 20 Jahre, wie viel ist dann in meiner Schublade? Immer nur mit 70% Ertrag? So. Es wird dich erschrecken, es sind nur 28.000. Also 28.000 statt 1 Million, 48.000. Und wenn ich jetzt sogar noch ein Jahr später anfange, dann ist es ja noch viel, viel weniger, weil ich das letzte Jahr kappe. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wenn ich eine Strategie erkenne, die toll ist, dann muss ich sie anfangen. Dass ich sie nochmal auskorrigieren kann in irgendeiner Form, ist gar kein Problem. Das ist wie beim Segeln. Ich muss einfach mal losfahren und grundsätzlich mein Ziel definieren. Und dann kann ich die Kurse und die Segel so setzen, dass der Wind richtig reinbläst. Ja, und genauso ist es mit der Geldanlage. Ich muss anfangen. Und dann, wenn die Strategie nicht optimal funktioniert, wenn ich das erkenne nach 2, 3 Jahren, dann muss ich nachkorrigieren. Aber wenn ich nicht anfange, sondern erst sage, naja, das mache ich dann und dann, kann ich es gleich bleiben lassen, weil dann werde ich es nicht tun. Also verhaltenspsychologisch, die 72-Stunden-Regel ist gut. Ich sage, mach 72 Minuten draus, weil wenn du es nach 72 Minuten nicht machen willst, warum sollst du es morgen machen? Macht keinen Sinn.